Hallihallo, eine weitere Episode meines Java-Spieleentwicklungstutorials. In dieser Episode geht es darum, unser Spiel endlich auch mal wirklich in den Fullscreen-Modus zu versetzen, also dass eben der gesamte Bildschirm abgedeckt ist mit unserem Spiel. Das möchte man bei Spielen generell eigentlich haben, denn man möchte ja den Spieler sozusagen in die Spielwelt hineinziehen, dass der da wirklich nur darauf achtet, und das geht bei einem Window in der Regel eben nicht so wirklich gut. Deswegen eben Fullscreen, dass da nicht abgelenkt ist von irgendwelchen Sachen, die eben noch daneben so sind. Um unser JFrame in einen Fullscreen-Modus zu versetzen, brauchen wir zunächst mal drei Sachen. Das erste ist ein Graphics Device. Das ist relativ einfach. Das ein Graphics Device ist einfach sozusagen der Bildschirm, den wir haben. Dann das nächste ist ein Graphics Environment. Das ist sozusagen eine Hilfsklasse, wo alle Bildschirme, die angeschlossen sind, drin abgespeichert sind. Also man kann ja an einem PC nicht nur einen Bildschirm haben, sondern eventuell auch fünf, wenn man es auf die Spitze treibt. Und in diesem Graphics Environment sind die eben alle gespeichert. In dem Graphics Environment sind übrigens auch noch andere Sachen gespeichert, wie Fonts und so weiter, aber die interessieren uns jetzt hier gerade nicht. Nur so eine kleine Info nebenbei. Und das dritte, das ist das komplexeste, das ist der Display Mode. Und da lege ich jetzt einfach mal ganz frech einen an, ohne euch zunächst mal zu sagen, was die vier Zahlen gleich sind. Da gehe ich aber gleich drauf ein, keine Angst. Also ich schreibe es jetzt nur mal hin und dann gehe ich nacheinander drauf ein, was dieser Display Mode eigentlich macht. Zunächst mal einen neuen Display Mode machen, einfach Display Mode. Und dann dem irgendeinen Namen geben, zum Beispiel Display Mode, aber eben am Anfang klein. Und das ist gleich New Display Mode. Und hier jetzt eben vier Zahlen. Was die zu bedeuten haben, sage ich gleich. 800, 600, 16 und 75. Dann das Ganze natürlich noch importieren, so wie immer. Gut, was ist ein Display Mode denn überhaupt? Also ein Display Mode hat Informationen in sich gespeichert, wie unser Vollbildspiel nachher dargestellt werden soll. Das lässt der Name vielleicht auch schon so ein bisschen durchblicken, dass sowas drin gespeichert ist. Die ersten zwei Zahlen, das sind die mit Abstand einfachsten von den vier, ist einfach die Breite und die Höhe fertig. Also 800 mal 600, im Prinzip genau das gleiche, was wir hier bisher hatten mit dem Set Size bei unserem Frame. Ja, 800 mal 600 gibt es nicht viel mehr zu sagen, halt die Pixel in Breite und in Höhe. Ja, that's it. Dann die 16 ist eine sogenannte Bit-Depth, also eine Bit-Tiefe, was auch immer. Das beinhaltet, wie viele Bits pro Pixel benutzt werden, um die Farbe zu speichern. Also was für Farben da angezeigt werden können. Da gibt es fünf Standardzahlen, die man da benutzt. Das erste sind 8-Bit. Da gibt es allerdings eben dann auch nur 2 hoch 8 unterschiedliche Farben, was 256 unterschiedlichen Farben entspricht. Das sind bei heutigen Spielen viel zu wenig. Also da merkt man wirklich die Farbenarmut richtig an dem Spiel. Also das ist für uns nicht das Mittel der Wahl. Also das wollen wir ganz sicher nicht, diese 8-Bit. Dann das nächste sind 15-Bit. Dabei gibt es 5 Bits jeweils für die Farben Rot, Grün und Blau. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört, dass jeder Pixel auf unserem Bildschirm 3 Werte hat, nämlich Rot, Grün und Blau. Und mit einem Mischen dieser 3 Farben kann man eben dann die unterschiedlichen Farben erzeugen. Und da gibt es eben bei 15-Bit Tiefe eben für jedes dieser 3 Werte eben 2 hoch 5 unterschiedliche Farben, was dann insgesamt 2 hoch 15 sind. Das sind 32.000 und noch ein paar zerquetschte. Muss euch jetzt interessieren, nicht interessieren, denn da lassen wir die Finger eigentlich auch davon. Die erste wirklich nutzbare Bit-Tiefe ist die 16, die haben wir hier. Die hat für Rot und für Blau jeweils 5 Bit und für Grün noch 6 Bits. Das sind insgesamt 65.000 Farben. Das ist, es geht noch deutlich mehr, dazu komme ich gleich. Aber 16 Bit Tiefe macht unser Programm ein bisschen schneller. Also wenn wir
Das kommt immer aufs Spiel an. Also ob wir jetzt 16 oder die, wo gleich kommen, nehmen, kommt eben auf den Verwendungszweck unseres Spiels an. Also bei einigen Sachen sehen die 16-Bit-Tiefe gut genug aus und dafür haben wir eben auch ein bisschen ein schnelleres Programm. Aber manchmal brauchen wir eben auch noch mehr und da gibt es dann die zwei letzten. Das nächste ist nämlich der 24-Bit-Tiefe-Kanal. Da gibt es für jeden, also für RGB jeweils 8 Bits, also ein Byte. Das sind dann schon 16 Millionen unterschiedliche Farben. Und dann noch das letzte. Das wird bei aktuellen Spielen eigentlich häufig benutzt. Das sind die 32 Bit-Farben. Das ist genau das gleiche wie bei 24. Also Rot, Grün und Blau haben hier auch wieder nur 2 hoch 8 Bits. Oder nicht 2 hoch 8 Bits, sondern 8 Bits, was 2 hoch 8 unterschiedliche Zustände macht. Ja, ich belästige euch gerade ein bisschen so mit Zahlen, merke ich. Aber gut, da ich hoffe mal, das ist in Ordnung für euch. Und bei dem 32-Bit fehlen dann eben 8 Bits und die werden eigentlich gar nicht benutzt. Man benutzt aber trotzdem 32-Bit einfach, damit es über die Kanäle von der Grafikkarte etc., dass es eben eine gewünschte Länge hat. Diese 32-Bit, das sind eben so eine Standardzahl. Auf jeden Fall, alles, was euch interessieren muss, ist, dass wir hier entweder 16 oder 32 eigentlich immer reintragen. Je nachdem, 32 ein bisschen langsamer, kann dafür aber mehr Farben darstellen. 16 ist ein bisschen schneller, dafür aber weniger Farben. Je nachdem, was ihr machen wollt, ist da eben 16 oder 32 das Mittel der Wahl. Dann die letzte Zahl, das ist die sogenannte Refresh Rate oder Bildwiederholungsrate heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Das heißt einfach, wie oft unser Bildschirm die Pixel neu zeichnet. Also bei eurem Bildschirm ist es tatsächlich eigentlich so, dass ein Pixel angesteuert wird, der wird erhellt und geht dann eigentlich recht schnell wieder aus, dieser Pixel. Damit wir das aber nicht mitkriegen, werden die Pixel einfach die ganze Zeit immer wieder neu angemacht sozusagen. Und diese letzte Zahl hier besagt, wie oft das denn passiert. Also wie oft wird denn jeder Pixel nochmal neu angemacht, dass wir eben von diesem ganzen ja, An- und Aus nichts mitkriegen? Ja, das war's im Prinzip zu diesen vier Zahlen. Jetzt wisst ihr das auch. Da gibt's allerdings nur vorgefertigte Werte, die man hier eintragen kann. Also ihr dürft da leider nicht eintragen, was ihr wollt. Wie ihr auf die einzelnen Werte kommt, dazu später noch was, aber ja, merkt euch einfach, ihr dürft hier nicht einfach wild rumspielen mit diesen Zahlen. Da gibt es, ja, wie gesagt, eben Werte, die euer Bildschirm kann und andere Werte eben nicht. Aber dazu gleich eben, wie gesagt, mehr. Gut, das nächste, was wir brauchen, ist das Graphics Environment. Wie gesagt, das beinhaltet alle Environment, alle Bildschirme, die angeschlossen sind an euren PC. Das nenne ich jetzt zum Beispiel mal Environment. Und hier sagen wir jetzt nicht New Graphics Environment oder so, sondern das ist bereits abgespeichert, diese ganzen, die ganzen Graphics Environments oder eigentlich nur eins. Und dieses auf das könnt ihr zugreifen mit Graphics Environment Punkt Get Local Graphics Environment. Und das war's dann. Gut, und das letzte, was ihr braucht, ist Graphics Device, das beschreibt, wie gesagt, einen einzelnen Bildschirm. Und auch hier müsst ihr dann nicht mit New arbeiten oder so, sondern das holt ihr euch aus dem Graphics Environment, was wir gerade erstellt haben. Das nenne ich jetzt zum Beispiel mal Device. Und das ist gleich Environment.getDefaultScreenDevice. Es gibt auch noch GetScreenDevices, das liefert ein Array zurück an den Graphics Devices. Das gibt dann einfach alle Bildschirme wieder. Aber das ist bei einem Spiel in der Regel eigentlich relativ uninteressant. Man möchte einfach das Spiel auf dem Hauptbildschirm sozusagen darstellen und nicht auf irgendeinem anderen Bildschirm, der daneben angeschlossen ist. Aber wenn ihr damit was machen wollt und eben auf die anderen Screens auch was legen wollt, dann ist das hier euer Mittel der Wahl. Get Screen Devices liefert, wie gesagt, ein Array zurück und da könnt ihr dann eben damit arbeiten. Aber hier reicht jetzt mal Get Default Screen Device. So. Das Ganze natürlich wie immer importieren, kennt ihr schon.
Und jetzt reicht es eigentlich, wenn wir noch zwei Methoden aufrufen. Und zwar das erste ist device.setFullScreenWindow. Hier müssen wir ein Window-Objekt übergeben. Was das genau ist, braucht uns jetzt mal hier nicht zu interessieren, was ein Window-Objekt ist. Das Einzige, was wir hier jetzt wissen müssen, ist, dass ein JFrame von einem Window erbt. Also indirekt, also erbt zuerst von einer AWT-Klasse Frame und so weiter, muss euch alles nicht interessieren. Auf jeden Fall erbt ein JFrame von einem Window. Und deswegen können wir hier einfach dieses JFrame benutzen, beziehungsweise unsere überschriebene Klasse oder geerbte Klasse, nicht überschriebene Klasse, Frame. Und das übergeben wir hier dann einfach einmal. Und dann noch device.setDisplayMode und hier übergeben wir dann den DisplayMode, den wir gerade eben gemacht haben. Dann sind wir jetzt im Prinzip hier schon fertig. Allerdings wird auch im Fullscreen die Titlebar und so weiter von unserem ganzen Zeug hier gezeichnet. Das wollen wir natürlich nicht. Und um das zu verhindern, gibt es beim Frame eine schöne Methode, die wir aufrufen können. Und zwar heißt diese f.setUndecorated. Das heißt, einfach alle Sachen ausschalten und da dann einfach true übergeben. Ganz wichtig hier bei dem Set Undecorated, das muss vor Set Visible gemacht werden, weil sonst kriegt ihr eventuell eine Exception. Also F.Set Undecorated vor F.Set Visible. Das F.Set Visible brauchen wir an der Stelle hier allerdings sowieso nicht mehr, das kommentiere ich hier einfach mal aus, denn unser Device macht unser Frame schon sichtbar. Also wir dieses Set Visible hier einfach wieder weg kommentieren sozusagen. Und dann sind wir im Prinzip fertig. Wenn ich jetzt das Programm hier jetzt ausführen würde, dann würde ich in den Fullscreen-Modus starten. Das tue ich jetzt an der Stelle allerdings nicht, aus dem ganz einfachen Grund, dass meine Aufnahmesoftware das nicht mehr capturen kann. Also wenn ich jetzt hier in den Fullscreen-Modus gehe, dann ja, spackt meine Aufnahmesoftware rum. Von dem her lasse ich das jetzt mal. Aber wenn ihr das jetzt hier so ausführen würdet, dann seht ihr, hey, das ganze Ding springt in den Fullscreen-Modus. Da habt ihr noch zwei Sachen, die euch eventuell auffallen. Das erste ist, dass ihr eine Maus seht. Das will man eigentlich in der Regel wahrscheinlich nicht bei einem Fullscreen-Modus. Oder eventuell will man es auch, aber im Eifer des Gefechts, also jetzt wirklich im Spiel, wenn man nicht in einem Menü ist oder so, wenn man wirklich in einem Spiel ist, dann möchte man die Maus eigentlich nicht haben. Das überspringe ich jetzt allerdings hier an der Stelle, wie man das wegmacht, denn da wird es in einer späteren Episode noch drum gehen. Da könnt ihr dann auch ganz eigene Cursor machen, also dieser Maus ein ganz eigenes Bild geben. Das ist ganz interessant für, ja, wenn man eben in einem Spiel, keine Ahnung, da eine Faust haben möchte oder, keine Ahnung, irgendwas, eben einen anderen Cursor. Dann könnt ihr das in einer späteren Episode machen. Wenn ihr nichts machen wollt, das lernt ihr auch dann in dieser späteren Episode. Also das schiebe ich noch ein bisschen auf. Und das andere, was euch auffällt, ist, dass ihr das ganze Ding eventuell momentan nicht beenden könnt. Das ist ein bisschen nervig, da müsst ihr dann raustappen und so weiter und dann hier auf dem Viereck wieder terminaten. Um das ein bisschen schöner zu machen, gehe ich jetzt einfach in den Frame und mache beim Keyhandler hier eine neue Abfrage rein. Und zwar if i.getKeyCode ist gleich KeyEvent.vk-escape, also ja, escape halt, dann system.exit, also das ganze Programm wird abgeschossen. Das ist nicht wirklich die schönste Variante, das zu machen, keine Frage. Wenn ihr wirklich einfach nur den Fullscreen wieder beenden wollt, dann gibt es noch eine andere Methode und zwar heißt diese beim Device device.setFullScreenWindow und dann null einfach übergeben. Dann würde das auch schließen. Das wäre eigentlich die schönere Variante, aber dann müsst ihr hier noch ein Graphics-Device und so übergeben. Das könnt ihr alles gerne machen, also für eine Übung oder so, keine Ahnung, dass ihr dann eben hier in dem Frame das besser schließen könnt, aber hier sollte es jetzt mal reichen, diese unschöne Variante mit System.exit. Ja, wie gesagt, reicht jetzt in diesem Fall. Gut,
Ich ändere den Code jetzt allerdings so ein bisschen wieder ab, dass ich nicht wieder in den Fullscreen-Modus gehe, einfach damit ich euch wieder in den kommenden Episoden auch was zeigen kann, wie das dann eben, wenn wir es ausführen, aussieht. Das mache ich einfach, indem ich hier das Device alles wieder wegmache. Das ganze Ding hier brauche ich auch nicht. Dann brauche ich allerdings Set Visible hier wieder. Und wenn ich es jetzt ausführe, dann startet das ganze Ding oben links und ich kann es nicht runtermoven, weil ja undecorated dran ist. Deswegen mache ich hier noch einen kleinen Aufruf. Und zwar ist dieser f.setLocation relative to. Und da übergebe ich einfach kurz null. Das heißt für das Fenster, es soll einfach in der Mitte vom Bildschirm aufpoppen. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann kann ich euch auch tatsächlich wieder hier was zeigen. Und hier sehen wir unser schönes Programm, wo wir immer noch ein Viereck steuern können. Gut, das war's im Prinzip zu dieser Episode. Nein, war's nicht. Sorry, ich habe am Anfang gesagt, wie ihr auf die ganzen Display Modes kommen könnt. Dafür mache ich einfach kurz eine neue Klasse. Die nenne ich keine Ahnung, Show Display Modes oder so irgendwie. Hier mache ich dann eine Main rein. Und hier brauche ich dann wieder ein Graphics Environment und ein Graphics Device. Das kopiere ich mir einfach kurz. Das ist genau das gleiche wie drüben. So. Natürlich noch importieren alles, keine Frage, wie immer halt. So. Und hier können wir jetzt eben ein Array zurückgeben lassen, was alle Display Modes beinhaltet, das unser Device auch kann. Und zwar Display Mode, das ist wie gesagt ein Array, nenne ich jetzt mal DS, ist gleich device.getDisplayModes. Modes, Achtung, es gibt einmal Mode und einmal Modes, also mit Mehrzahl S. Da wollt ihr natürlich Mehrzahl, denn wir wollen ja alle wieder haben. Und dann gehe ich in einer Schleife einfach mal hier durch, for int i gleich 0, i kleiner als ds.length und i++, kennt ihr bereits alles. Und hier gebe ich einfach ganz kurz mal aus, ds an der Stelle i.getWidth, also die Breite. Dann mache ich da noch ein Leerzeichen rein. Dann ds an der Stelle i.getHeight, dann wieder ein Leerzeichen rein. Dann ds an der Stelle i.getBitDepth, dann auch wieder ein Leerzeichen rein. Und dann am Ende noch ein ds an der Stelle i.getRefreshRate, wie heißt Refresh Rate, glaube ich, ja genau, Refresh Rate. Gut, und wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen wir hier die ganzen Display Modes, die mein Bildschirm jetzt in dem Fall kann. Das sind eine ganze Menge. Hier finden wir dann auch dieses 800, 600, 16 und 75, wie ich es benutzt habe in meinem Fall. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel auch 1680 mal 1050 mit 16 und 60 machen. Könnte ich theoretisch. Und alle anderen Modus, hier, Modi, whatever. Hier eben auch. Da gibt es auch irgendwie ein bisschen seltsame Refresh Rates, wie zum Beispiel hier 56. Das braucht eigentlich niemand. Keine Ahnung, warum das mein Bildschirm kann, aber gut, er kann es halt. Oder hier 59. Das braucht uns aber nicht zu interessieren. Gut, das war es jetzt wirklich zu dieser Episode und zum Fullscreen-Modus in unserem Spiel. Ich hoffe, es hat wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal.